bin meinen Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schnapp, bleib dominant. Real G, deine Meinung ist irrelevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Ich brauche nur ganz kurz eure Aufmerksamkeit. ERE Studios ist wieder online. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen von euch für den Support. Das ist nicht selbstverständlich. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben einen neuen Duft rausgebracht. Und eins kann ich euch sagen, dieser Duft ist eine 10 von 10. Glaubt mir, ich werde euch nicht enttäuschen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Es ist wieder soweit. Es gibt einen neuen Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, es wird königlich. Und ja, zwei meiner Freunde spielen bei dem Verein. Na, ich würde sogar sagen, drei. Toni Rüdiger auch noch. Wir gehen zur Champions League. Es ist wieder soweit. Champions League, Achtelfinale. RB Leipzig gegen Real Madrid. Wer ist im Stadion? Meine Wenigkeit. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe auch wirklich Bock, weil es war wirklich eine lange Pause. Weil Champions League-Abende sind für mich geile Abende mit Freunden, mit der Familie, mit der Freundin oder mit dem Chat im Stream. Champions League zu schauen ist mega geil. Deswegen ist es halt auch cool, ins Stadion zu gehen. Anton wird da sein, Visca Barça, der größte Stadion-YouTuber. Hamid wird da sein. Umut Weltmeister wird da sein. Und selbstverständlich auch noch viele andere Leute. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt, das YouTube-Video kommentiert und diesen YouTube-Kanal abonniert. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in Leipzig. Yokum risk yoksa, işlerin içinde büyük tozda. Drilla, Ostar, El Chavo, Patron, Big Man, ja. So, wir brauchen nach Leipzig. 2 Stunden 30 ist vollkommen in Ordnung. Keine allzu lange Fahrt, aber auch nicht allzu kurz. Ja, okay, doch, war richtig. Ich weiß nicht, ist immer meine Denkweise, so 2 Stunden Fahrten sind für mich optimal, perfekt. 3 Stunden sind schon so ein bisschen, naja, und bei 4 Stunden kotzig. Habe ich gar keinen Bock zu fahren. 2 Stunden, perfekt. Deswegen, 16.30 Uhr werden wir in Leipzig sein und wir sehen uns da. Freunde der Sonne, wir sind in Leipzig im Osten angekommen. Ich würde sagen, Leipzig ist noch einer der coolsten Städte im Osten. Was ihr hier zum Beispiel seht, ist das Bundesverwaltungsgericht. Zeige ich euch einfach, weil es ganz cool ausschaut. Und kleiner Fun Fact. Ich drehe die Kamera einfach mal so. Kleiner Fun Fact. Ich komme ja grundsätzlich aus dem Osten. Also ich bin in Dessau-Roßlau aufgewachsen. Das ist von hier eine Stunde entfernt. Das heißt, ich bin in Ossi. Ich komme aus dem Osten. Dieses Gesicht wurde im Osten geboren. Wir können jetzt mal Dessau einblenden. Das ist eine ganz kleine Stadt. Das Video wird auch meine Oma sehen, weil meine Oma aktive Supporterin ist. Also könnt ihr gerne in den Kommentaren Omi Sommer einmal gerne grüßen. Die freut sich. Hallo Omi, ich bin gerade in Leipzig. Wie findest du es? So, was als nächstes ansteht. Ich würde jetzt, übrigens hier neben mir ist Yannick. Yannick von Rabona. Ich muss tatsächlich sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr geiles Champions League-Spiel, was wir heute Abend sehen, weil Real Madrid, RB Leipzig, ich glaube, es gibt nur einen Haken bei diesem Ganzen. Ich sehe nicht Bellingham. Ich hätte wirklich Bock, Bellingham zu sehen. Und der ist leider verletzt, aber ist kein Problem. Dann wird halt der deutsche Eiche das übernehmen. Toni Kroos wird das Highlight sein, worauf ich mich sehr, sehr, sehr freue. Ich freue mich auf Vinicius Junior. Und was auch heftig ist, das ist wieder so eine Frage für Leute, die auch im Fußballlexikon sein wollen. Deswegen werde ich das den ganzen Vlog machen und ihr könnt immer die Antworten dazu schreiben. Der wievielte Champions League Titel wäre es für Carlo Ancelotti, wenn sie dieses Jahr gewinnen? Ihr habt jetzt eine Sekunde Zeit zu überlegen und die Antwort in den Kommentaren. Ich werde so 5 Fragen in diesem Vlog für euch verstecken und ja, viel Spaß. Wir machen uns, oder ich mache mich jetzt auf den Weg zum Stadion. Da werden wir Hamid treffen. Ihr wisst schon, Hamid Loco. Und wir werden auch Umut treffen. Hier ist die Red Bull Arena. Ich bin das erste Mal hier, weil ich war davor noch nicht in der Red Bull Arena. Aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Irgendwo hier, wo ich jetzt hinzeige, ne? Da sitzt Umut und schwitzt gerade. Hamid ist auch da. Ich werde die gleich mal besuchen.
Hamid weiß von seinem Glück. Ich weiß nicht, ob Umut Bescheid weiß. Und falls anders da ist, ja, du hast auch Glück, dass du mich heute in Real Life nur siehst. Ich durfte noch nie ran bei den Illegella Cups an einem Montag. Aber wenn ich Zeit finde, nehme ich jetzt den Controller in die Hand und bring dir Benehmen bei. Yeah. Auf jeden Fall, hier wird das Spiel heute ausgetragen in der Red Bull Arena. Moin Digi. Was geht ab? Was geht ab, mein Bruderherz? Salam alaikum. Alaikum salam. Ist das wichtige Spiel? Ach, ihr beide spielt gegeneinander? Nein, ich spiele gegen Bochum. Ach so, spielst du gegen irgendeinen Bochumer? Ja. Und wenn du jetzt Tor kassiert, ist das peinlich. Oh mein Gott. Oh, bist du da? Was geht, ne? Nein, Bruder, du kommst aus dem Klo. Ich hab doch Hände gewaschen. Glaub ich dir nicht, Bruder. Aber du hast... Natürlich, weil ich auch nochmal pinkeln muss. Lass mich auf Klo. Bruder, aber... Nicht, also mach Nase zu vielleicht. Ja? Vielleicht. Wichtige Frage. Hier hast du dich quasi zum Weltmeister gemacht, ne? Ja, mäßig, haben mich qualifiziert zur Weltmeisterschaft. Ehrlich? Ja, ja. Ekelhafter Platz. Immer dieser Platz hier links, kann da rechts nicht spielen. Echt jetzt? Ja, ja. Das Ritual. Rituale, Bruder. Mein Handy liegt auch immer hier auf diesem Stuhl, genau hier. Wärst du sauer, wenn ich jetzt irgendwas ziehen würde? Wie ziehen? Ja, zum Beispiel PlayStation aus. Ja, dann wäre ich sauer. Nee, ich bin das zweite Mal jetzt hier drauf und du wirst das zweite Mal fast rasiert. Wenn du jetzt Tor machst, wirst du bald wieder Weltmeister. So, oh, der Blick, der macht schon. Also, ich habe gerade erfahren, dass ich auf jeden Fall bessere Plätze habe als du. Bist auch da, Umut, ne? Ja. Guck mal, die zwei Jungs werden heute noch im Stadion Getränke verkaufen und Würste. Du bist besser behandelt, weil du mehr Follower hast. Nein. Doch? Nein. Du hast das Leben, doch? Okay, ja. Aber wenn das ist Weltmeister. Wenn du aussehen gehen würde, Bruder, dann bräuchte ich ja nicht quatschen. Dann wüssten wir ganz genau, wo du sitzen würdest. So, Devin, jetzt an der Stelle mal ein Bild erblenden, wie der Bruder vor 2 Monaten aussah. Wieso vor 2 Monaten? Ja, da sahst du wie eine scharfe Rechtskurve aus hier in Leipzig. Hä? Was labert der? Wieso? Wie kommst du auch vor 2 Monaten? Vor 2 Tagen vielleicht? Nein. Warte, dann zeige ich Ihnen jetzt mal, was ich meine. Oh mein Gott, du Du hast mit dem Aussehen angefangen. Ist das krass. Wusstest du nicht? Vorne rechts war eine richtig scharfe Kurve bei... Du hast angefangen, mein Bruder, ich hätte das niemals gemacht. Okay. Musst du mir geben. Oder illegaler Kapaz. Es gibt auch einen Clip, den werden wir jetzt so nachsimulieren. Doch, ich habe zu Hamid gesagt, spielt heute Saugern. Und er sagt, wer ist Saugern? Und dann habe ich ihm gesagt, Saugern meinen Eiern. Saugern meinen Eiern, willst du sagen. An dieser Stelle gerne Hamid Loco seinen YouTube-Kanal einblenden und auch sein Instagram. Der macht auch super Content, Daily Content, ist am Grinden. Hamid, sagt den Leuten ganz kurz, was wir machen. Es wird jetzt ein extra Video quasi gedreht, was ihr extra dann seht. Ach so, ja, wir gehen jetzt essen, aber das wird nochmal ein extra Video. Wir testen den besten Döner in Leipzig. Ich habe ja schon ein paar getestet. Willi war auch schon in Leipzig, aber lange nicht mehr. Lange nicht, Döner-Technik. Deswegen zeige ich dir jetzt den Döner, den man hier isst. Okay. Ey, für alle, die nicht auf dem Schirm haben. Vista Bassa! Das kann es auch keiner erzählen. Da erfährst du von deinem Bro auf Instagram, dass er auf dem Weg nach Leipzig ist. Eli, falls du das siehst, schade, 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 mein Bro. So, das ist der Döner, den ich testen werde. Laden, etc., bla 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 bla. Werdet ihr am Freitag sehen. Am Freitag kommt das YouTube-Video, deswegen seid gespannt. Nächste cooler Fun-Fact. Ich habe gerade mit Eli telefoniert. Eli, mein Schatz, ey. Eli ist auf dem Weg nach Leipzig, auch ins Stadion. Und ich hoffe, dass wir uns sehen, beziehungsweise ich hoffe, dass wir uns im Stadion sehen oder davor. So, wir haben das Essensvideo abgedreht. Das Ganze werdet ihr Freitag auf meinem YouTube-Kanal sehen, deswegen seid gespannt. War auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Und jetzt ist es 18.45 Uhr. Bei mir gibt es heute eine Besonderheit. Ich habe die Möglichkeit, dass ich meinen Onkel, der kommt nämlich aus der Nähe oder wohnt hier im Osten, eine Karte organisieren konnte. Und mein Onkel wird heute, oder ich habe die Ehre, meinen Onkel mit ins Achtelfinale des Champions League-Spiel zu nehmen. Und der freut sich extrem. Ich freue mich extrem, dass ich meinen Onkel sowas ermöglichen kann, beziehungsweise dass ihr mir sowas ermöglicht. Aber ich werde ihn nicht in die Kamera zeigen, weil meine Familie ist privat.
Also ist für mich sehr privat. Der eine kann es verstehen, der andere nicht. Wer es nicht versteht, ist mir egal. Wer es versteht, Daumen hoch. Okay, Hamid, was sagst du? Zum Döner oder jetzt zum Spiel? Spiel Döner. Boah, ich bin auf jeden Fall satt. Ja, mehr brauche ich nicht sagen. Also gut. Es war jetzt nicht überkrass, aber es war, mein Bauch ist auf, ich bin zufrieden. Okay, so, ich gebe euch mal den Ablauf. Wir gehen jetzt noch ganz kurz was für Hamid aufnehmen und danach springen wir direkt ins Stadion und sehen uns im Stadion. Viel Spaß beim Vlog. Ich hoffe, bis hierhin hat das Ganze euch gefallen und genießt den Champions League Vlog. So, wir sind jetzt am Stadion. Wir haben unglaubliche Plätze. Ich, mein Onkel und Anton und sein Kollege, wir sitzen nebeneinander. Das ist relativ entspannt. So, wir gehen das erste Mal ins Stadion. Hörst du Musik? Vivo ist meins. Ja klar, sehe ich aus wie ein Postbote. Hier, Visca Barça, the legend himself. 10er, die Legende schlechthin, Ernesto. Also das Stadion füllt sich langsam. Und ich sag euch offen und ehrlich, ich hoffe, das kommt im Video auch so rüber. Ich habe richtig Bock auf einen geilen Champions League Abend. Die POV wie Anton die besten Stadion-Vlogs macht auf YouTube. Dankeschön. Für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, Qualität gibt's bei Anton, Unterhaltung gibt's bei mir. Aber Anton, ganz kurz. So, mit Bellingham habe ich 4-1 Real gesagt, ohne ihm 2-1 Real. Okay, 2-1 Real, ja. Krieg ich hin. Okay, wir beide sagen 2-1. Ich hole mir noch eine Prediction von der Nähe. Ernesto, ja. Ich brauche eine kurze Prediction von dir fürs Spiel. 3-1 Real. Wer schießt die Tore? Vinicius 2, Rodrigo 1. Alter, nee, du bist dieser absolute Playboy! Man muss sagen, ganz neutral gesehen, der Stadionsprecher von RB Leipzig macht einen guten Job. Dieses rauchige, ja. Stimme, gell? Der macht einen guten Job. Da muss man keine Sympathiepunkte für einen Verein haben. Das ist so, wie wenn ein Pizzalieferant die Pizza gut ausliefert. Der macht seinen Job richtig. Gutes Beispiel. Kleiner Fun Fact, mit David Raum, gegen David Raum habe ich gespielt, oder wir kennen uns seit der U13. David hat damals bei Kräuter Fürth gespielt, ich beim 1. FC Nürnberg. Jetzt spielt er in der Champions League und ich schaue ihn zu, weil der erfolgreich. Jetzt mit Tempo, mit Tempo. Die Box. Darauf habe ich den ganzen Abend gewartet. Ah, ich weiß nicht, wer es fühlt, aber ich liebe es an Vinny, dass er wirklich jedes Mal das 1 gegen 1 macht. Er ist für mich so ein perfekter Außenspieler. Was man halt auch sagen muss, ihr müsst mal gucken, wie tief Real Madrid in der eigenen Hälfte steht. Die sind wirklich ein absolutes Bollwerk.
Real ist eine Mannschaft, die auf ihre Qualität immer zurückrufen kann. Einfach tiefenentspannt. Ja, selbst wenn die sagen, okay, die haben 45 Minuten keine große Spielteil, also nicht ganz groß am Spielteil. Da kassiert ein Tor, die zittern direkt, weißt du? Kamavinga scheint irgendwie angeschlagen zu sein. Ich achte die ganze Zeit, ob das ihn irgendwie beeinträchtigt, aber er macht einen guten Job. Lauf. Schieß! Toni, gut, Junge! Bravo, Toni! Auf Rose schauen. Der Mann hat eine Krawatte. Ja, ich verstehe dich. Was mich bei solchen Sachen interessiert, ist immer, was redet jetzt Carlo Ancelotti mit den Jungs? Was sagt er zu Toni? Guck mal, was jetzt das interessiert mich. Toni, falls du das irgendwie im Nachhinein siehst, erzähl mir, was Carlo da sagt. Hat was mit der Icon League zu tun? Anton hat mir gesagt, ja, ich weiß, wer es ist. Hat es dir auch gezeigt? Er hat es mir gezeigt, aber ich war gerade im Vorbeilaufen. Bruder, Tattoo von Cristiano Ronaldo. Ganz krank. Krass, gell? Ganz, ganz, ganz krass. Schau mal, er ist sogar noch voll jung. Ich weiß, dass die Eltern ihm das erlaubt haben und so, ne? Du hast Messi an deinem Arm. Falscher Gold. Ja, Bruder, ich hab das mit 26 gemacht. Und jetzt. Tempo. Aber Klostermann ist schnell. Super verteidigt. Dabei? Er hat sich verletzt bei der Aktion. Vielleicht können wir das jetzt nochmal in Slow-Mo einwenden. Mit dabei? Rose hat gerade auch bei der Aktion sich die erste gelbe Karte des Spiels abgeholt. Das heißt, die 11 Männer auf dem Platz sind noch ohne Karte. 1-0 für die Trainer und das Richtung Leipzig. Der Mann hat eine gelbe, Carlo ein Kaugummi mehr. So, wir sind jetzt hier gerade in irgendeinem Champions Club. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier eine Wurst. Nee. So, ich nehme euch mal mit und zeige euch mal hier so die VIP-Sachen. Hier ist einfach ein DJ. Champions League. Unterschiedenes Trikot von Olmo, Verzeihung. Wie heißt der Mann da mit der Mütze? Der ist irgendwo bei einem Rap-Interview, macht er immer die Interviews. Schreibt mir mal das dringend in die Kommentare. Ja, hier haben wir das. Na ja, also, ist cool. Ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Wir schauen uns jetzt aber die wichtigen Sachen an, nämlich das Essen. Ich werde das anschauen. Ich schaue auch gerade. Ja. Ganz kurz. Sehr lieb. Alter! Also da vorne ist Marvin Wildhag. Marvin! Hi, ey, extrem geil. Ich muss tatsächlich sagen, das Essen im VIP, sind wir ehrlich, schlecht. Also, man braucht ja nicht alles schön reden. Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf und das ist auch nicht selbstverständlich. Aber das Essen ist es wirklich nicht. Also, es gibt von mir eine kurze Halbzeitanalyse. So, wir haben ja unsere zwei Experten hier gewachsen beim Warm-up unten. Aha. Okay, es gibt doch zwei Experten. Halbzeitanalyse, ich würde sagen, Mensch, jetzt müsst ihr doch nicht reden, wenn ich rede. Ich finde, tschüss. Ich finde, die ersten 45 Minuten waren okay, waren aber nicht wirklich aufregend. Am Ende würde ich sagen, hatte Leipzig die besseren Chancen. Aber jeder, der lang genug Fußball schaut, weiß, Real Madrid braucht nicht viel Chancen, sondern die sind brutal effektiv. Ich hoffe. Bruder, was macht der da? Ich bin auf Toilette und wer führt? Real Madrid. Das nenne ich nämlich Timing. Und jetzt kommt die wichtigste Frage. Hat Anton das Tor? Anton, hast du das Tor? Ich habe gesagt, bitte keine Bilder werden im Spiel. Dann hat er mir leid getan, ich habe gemacht, ich habe es nicht richtig drauf. Aber bisher. Ja, Digga, ich konnte nicht nein sagen. Kein Mehrwert in dem Fall. Ja, kein Mehrwert. Aber ich habe es ein bisschen drauf. Ja? Ernesto Valverde hat das Tor. Das wird dann schön
geklaut. Gute Flanke. Geht die Post ab. Jetzt geht die Post ab. Guck mal, Rodrigo. Tor. Ihr habt jetzt als erstes gehört. Der Spieler muss runtergetragen werden, Brian Diaz. Und so ist Leipzig gerade zu der Chance gekommen. Also bei dem war es nicht Schauspielern oder so, sondern da steckt wirklich eine Verletzung dahinter. Es gibt Ecke, oder? Ja, jetzt bin ich gespannt, also was die machen. Das? Also Anton komplett sauer. Ich habe das Gefühl, Anton Real Madrid-Fan. Nein, da muss ich jetzt mal meine Barca-Brille ablegen. Yes, ehrlich. Cristiano Ronaldo ist der beste Spieler der Welt. Mach einen Screenshot. So, Freunde, das war's. Ein, ja, nicht so torreiches Spiel, aber trotzdem wie immer eine coole Erfahrung. Und mir hat Spaß gemacht. Es ist immer cool, Spiele anzuschauen. Champions League, ich meine, ey, Champions League ist der Shit. Deswegen bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet coole Einblicke. Ich hoffe, ich habe die coolsten und besten Momente für euch aufgenommen. Und in diesem Sinne heißt es, ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen guten Abend und einen guten Morgen. Und nicht vergessen, abonniert und kommentiert dieses Video, liked dieses Video. Für die Leute, die aus Nürnberg kommen, noch ganz kurz die Aufmerksamkeit. Am Freitag gibt es, Freitag und Samstag gibt es in unserem Store in Nürnberg 20% auf alles. Ich werde auch am Start sein, also wer was braucht, wer sich was gönnen möchte, schaut gerne in Nürnberg in der Breitegasse 92 vorbei. Und in diesem Sinne geht es 1-1-2-2. Mr. Nice Guy is so high school musical American Pie.